Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo betreffend der neuen Schiffe, die es, ja gut, will ich sagen in Kürze, aber die es in einem Work in Progress geschafft haben. Eines davon ist der deutsche Flugzeugträger, namentlich Max Immelmann. Stufe 10 soll laut Wargaming ein Projekt eines schweren Flugzeugträgers basierend auf den Klasse H Schlachtschiffhüllen gewesen sein, die sehr gut gepanzert und mit starker Anti-Air versehen sind. Naja, diese Projekte kann ich schwerlich nachvollziehen. Es ist aber analog zu Manfred von Richthofen, welches laut Wargaming eine andere Anordnung der Sekundärgeschütze hat. Und natürlich noch als großer Unterschied, anstelle von Torpedobombern die neuen Skip-Bomber haben werden, also die, die wir gesehen haben mit den Staudammsprengungen und die mit HE. Max Immelmann war übrigens, warum also der Name gewählt worden ist, einer neben von Oswald von Boelcke und Manfred von Richthofen bekanntesten deutschen Jagdflieger des Ersten Weltkriegs. Die haben ihn, also seine Erfolge, haben ihm den Beinamen Adler von Lille eingetragen und erhielt das größte oder das höchste Tapferkeitsauszeichnung Preußens, den Verdienstorden. Wie er auf Französisch ausgesprochen wird, das wage ich euch nicht hier anzutun. Von daher, es ist der Verdienstorden. Dementsprechend sind die momentanen Work-in-Progress-Stats, die ihr hier im Hintergrund sehen könnt, auch die der Manfred von Richthofen. Ihr seht hier tatsächlich die 65.300 Hitpoints, die Panzerung, identische Secondary, ist mit 12x205mm, eine Reichweite von 7.2 Kilometern, identische wie die der Manfred von Richthofen. Wir haben hier 11x4 30mm und 12x205mm. Ihr seht, wir haben eine Short-Range-Verteidigung bei einem kontinuierlichen Schaden von 319. Da haben wir bei der Manfred von Richthofen eigentlich gar keine, denn da haben wir eine Medium-Verteidigung von 472,5. Die startet bei 0,1 bis 4. Hier haben wir quasi von 0,1 bis 3. Dann haben wir bei der Immelmann Reichweite auf hohe Distanz, also Long Range 235. Da haben wir bei der Manfred von Richthofen 224 DPS von 0,1 bis 5,2. Die Reichweite hier ist identisch. Bei beiden Schiffen haben wir eine Anzahl an Explosionen inner und outer, also innen und außen von 9 und Damage mit 1540. Ebenfalls die Zone ist mit 3,5 bis 5,2 die Höchstreichweitenzone hier. Maximum Speed mit 32 Knoten, ident. Burning Radius mit 1200, natürlich ident. Ruderstellzeit mit 16,4 Sekunden, ident. Aufdeckungsreichweite zur See, momentan 14 Kilometer, die Manfred von Richthofen mit 13,58, also ein bisschen größer. Wir haben Damage Control Party und Fighter, das ist ident. Ebenfalls die Attack Aircrafts. Identische Hitpoints, identische Flugzeuge, gehen also davon aus, dass die ME-155G ist, identischer Schaden von 3100 AB. Viermal Rockets, also Payload, bei drei Attacking, also Flugzeugen pro Staffel, die angreift. Also es ist das identische Schiff. Ebenso bei den Dive-Bombern. Die sind AP, 8800 Damage, identisch. Der große Unterschied, wie schon zu Beginn erwähnt, die Skip-Bombers, die haben 1700 Hitpoints, die müssen anscheinend relativ nah ran. Nicht das Problem, dass sie so extrem nah ran müssen, sondern dass sie nach dem Abwurf über das abgeworfene Ziel hinwegfliegen müssen. Zumindest hat es so bei den einzelnen Animationen ausgesehen, die Wargaming einmal schon gepostet hat. Die mit 174 Knoten gleich schnell wie die Dive Bomber. Wir haben hier vier Flugzeuge, die angreifen. In einer Squadron sind 12. Also drei Gruppen können angreifen. Wir haben hier Bombs in Payload 1, also 1 pro Gruppe, die angreift, also 4 insgesamt. Der Bombenschaden ist 12.200, die Armor-Penetration ist 68 mm mit 69% Brandwahrscheinlichkeit. Wird interessant, ob man die Superstructure generell gut treffen kann von Schlachtschiffen oder ob das eher gegen Kreuzer und gegen DDs gemacht wird. Ja, ich bin kein dedizierter Flugzeugträger, Pilot, das wisst ihr, dementsprechend überlasse ich euch die Interpretation dieser Daten. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören, wird wahrscheinlich ein Premium-TV werden, würde ich jetzt einfach mal tippen. Ansonsten, warum sollte es notwendig sein, einen Flugzeugträger quasi zu kopieren mit leichten Änderungen?
Ja, wir werden sehen. Neue Flugzeugträger braucht das Land. Ich weiß, jeder hat sich das gewünscht.